Noch abgeholt, außer sie. War die ganze Zeit da und dann die ganze Zeit so. Also, das war so eine normale Bar und da war so eine Säule. Die Jungsozialisten damals waren mehr eine, soll ich sagen, theoretische und, will nicht sagen wissenschaftliche Organisation, aber es wurden doch alle möglichen guten Referenten hergeholt, die doch jede Woche einmal freitags Vortrag hielten und dann wurde da lange drüber diskutiert. Ne? Mhm. Und da war es so, dass die SPD, auch hier in Hannover, uns immer den Vorwurf machte, wir wollten ja nur diskutieren und alles besser wissen, aber praktische Arbeit in der Partei leisten, da wäre man nicht so bereit. Und dann haben wir gesagt, gerade in Linn, dazu gehörte ich auch, nun wollen wir dem beweisen, dass wir praktische Arbeit leisten. Da bin ich hier, das ist Richard Wassermann, dieser hier, der war damals Abteilungsleiter in Linn. Da bin ich zu dem gegangen und habe gesagt, obwohl ich da noch sehr jung war, ich bin bereit, einen Kassiererbezirk zu übernehmen. Alle, die hier sitzen, die haben einen Bezirk in Linden kassiert. Alles, was links von der Limmerstraße war, bis zum Köthner Holzweg. Das war die 22. Abteilung, nicht bis zum Köthner Holzweg, bis weiter rauf noch, Nischlafstraße. Das war die 22. Abteilung. Da haben wir 1100 oder 1500 Mitglieder gehabt. Ne? Der Erinnerungsort, die Limmerstraße in Hannover-Linden. Damals, in der ersten Deutschen Republik, war hier das Zentrum der hannoverschen Arbeiterbewegung. Ende Januar 1933 übernehmen die Nationalsozialisten im Deutschen Reich die Macht und verfolgen ihre politischen Gegner, die Sozialdemokraten und Kommunisten, brutal mit allen Mitteln. Im Laufe von 3 Jahren ist die freie demokratische Gesetzgebung der Weimarer Republik komplett ausgeschaltet, der Reichstag aufgelöst und die Linksparteien im ganzen Reich, einschließlich ihrer Medien, verboten. Das ist der Beginn der illegalen politischen Arbeit, auch in Hannover. Der sozialdemokratische Widerstand ist ja dadurch gekennzeichnet, dass er keine großen Aktionen gemacht hat. Nichts, wo wie die KPD, die dann irgendwo ein kleines Kommando und einen Schornstein hochgeschickt hat und die haben da irgendwie dann draufgeschrieben, die KPD lebt oder sowas, was natürlich enorm gefährlich ist und in der Regel dazu geführt hat, dass die Leute verhaftet worden sind. Da hat man sie gefoltert, dann hat man ihre Auftraggeber gehabt und dann, wups, war diese Widerstandsgruppe schon aufgeflogen. Sowas hat die Sozialdemokratie ja nicht gemacht. Ja. Die hat mehr... Also die dachte mehr daran, dass man nach
Ende der NS-Herrschaft, und davon sind sie eigentlich am Anfang natürlich vor allem sehr stark ausgegangen, dass die NS-Herrschaft nicht lange dauert. Gell? Und also haben die auch an die Zeit danach gedacht. Und ihr Hauptziel war sozusagen, die Genossen bei der Stange zu halten, dass man danach noch jemand da ist. Möglichst auch die Organisation rüber zu retten, sodass man danach wieder weitermachen kann, da wo man im Augenblick, so wie man im Augenblick in der Weimarer Republik gearbeitet hat. Ja. Anfang 32 gab es einen SPD-Parteitagsbeschluss, dass man sogenannte Pionierketten einrichten wollte. Und zwar sollten die eigentlich zu Zeiten, wo sie noch erlaubt seien, dazu dienen, in Wahlkämpfen präsent zu sein, Plakate zu kleben und alle diese Sachen zu machen. Und die sollte man dann eben, wenn das illegal würde, dann sollten die illegale Arbeit übernehmen. Das ist nicht sehr weit verbreitet gewesen bei diesem Standardwerk über das Ende der Weimarer Republik Erich Matthias, werden zwei Beispiele genannt dafür. Das ist einmal Hannover mit den Pionierketten und das zweite ist Leipzig mit sogenannten Kampfstaffeln. In Leipzig ist überliefert, dass da Anfang 33 2000 Menschen unter Waffen gestanden haben. In Hannover ist das geschehen unter der Leitung von Werner Blumberg. Der Sohn des Pastors Blumberg, das war der Senior der hannoverschen Pastoren, also kein ganz unbedeutender Senior der Vater. Und er hat studiert, in Göttingen hat er studiert, weiß gar nicht mehr so genau was, und war dann tätig als Redakteur beim Volkswillen, der SPD-Zeitung. Die Schlagzeilen spiegeln die Stimmung im Land. Am 23. Februar 1933 titelt das Blatt Nazi-Feuerüberfall auf Reichsbanner in Hannover. Zwei Reichsbanner-Leute erschossen, 26 schwer und leicht Verletzte. Am Abend des 22. Februar bei einer SPD-Versammlung am Listerturm eskaliert die Gewalt. SA-Leute eröffnen eine wilde Schießerei auf die Schufo-Staffel des Reichsbanner und flüchten. Wilhelm Heese und Willi Großkopf sterben an ihren Verletzungen. Dieses Bild dokumentiert die Anteilnahme der hannoverschen Bürger. Der Trauermarsch am Tag der Beerdigung in der Nikolaistraße. Das ist eben nicht nur die KPD gewesen, die vor 1933 antifaschistische Arbeit geleistet hat, sondern auch die SPD im großen Stil, die auch sich natürlich vorbereitet hat. Und das führte natürlich auch dazu, dass man auch in Hannover sich Waffen besorgt hat, ja. Das war klar, irgendwann wird man Waffen brauchen. Und dann sind Leute nach Suhl gefahren von Hannover, von der SPD. Es waren zwei Gewerkschaftler vor allem, die da nach Suhl gefahren sind und haben dort Waffen besorgt und haben die verteilt an die Leute. Ja. Und das passt so nicht in das Bild dieser friedlichen SPD, das man normalerweise hat. Aber in Hannover hat die Gestapo noch 36 2000 Waffen beschlagnahmt bei den verhafteten SPD-Leuten. Also die waren, das war nicht so wenig, was man da mitgebracht hat. Zunächst hatte man vor allem daran gedacht, das Gewerkschaftshaus damit zu verteidigen, weil man wusste, das wird ein Ziel sein, wenn die Nazis an die Macht kommen, das wird das Erste sein, was sie da umfunktionieren werden. Ja. Am 1. April 1933 ereignet sich der Überfall auf das Gewerkschaftshaus in Hannover. Die Wachen vom Reichsbanner werden von SA-Leuten überrumpelt,
Sie stürmen in das Gebäude und hissen die Hakenkreuzfahne. Tagesanfang 1933 von den Nazis. Und Volkswille von 32. Otto Braun, ist ja klar. Wo ist die gedruckt worden? Sag nochmal. Hier in der Nikolaistraße. Das ist... Das Gebäude, das ursprüngliche Gewerkschaftsgebäude, das heute noch steht, heute ist da, glaube ich, Gastronomie drin. Und dieser ganze Komplex gehörte früher auch zur neuen Presse, oder zur hannoverschen Presse. Und im Teilbereich ist Verdi, die Gewerkschaft, drin. So. Das war dann natürlich, wie jeder weiß, September 33 waren die Nazis schon seit Januar, Februar dann an der Macht und haben natürlich den Volkswillen und alle sozialdemokratischen, gewerkschaftlichen Zeitungen eingestellt. Bewunderung und Lob. Muss man sich mal vorstellen. Ist ja klar, die mussten ja so schreiben. Und manche waren ja davon überzeugt. Hier steht natürlich nur mit hier Flammenrohrkessel vor der neuen Tageszeitung für die Firma Bengen Dreierstraße, geliefert durch Firma Prott Heizungsanlagen, angefertigt durch Dampfkesselfabrik Nolte in Hannover. Natürlich mit Pferd, mit vier Pferden. Das Gebäude ist das Gewerkschaftsgebäude? Das ist das Gewerkschaftsgebäude. Wie funktionierte die SF denn mit den Fünferketten? Ja, ob Dreier-, Vierer- oder Fünferketten, das ist relativ wurscht. Das ist verschieden gehandhabt worden. Das ist natürlich eine Art Aufbau einer illegalen Organisation, die in Widerstandskreisen üblich war. Also der Zweck ist, dass die einzelnen Abteilungen nichts voneinander wissen, sodass, wenn einer verhaftet wird, er gar nicht in der Lage ist, die ganze Organisation zu verraten. Und dass nur eben die Leitung eigentlich Bescheid weiß über die Mitglieder. Ja. Der wichtigste Mann in Linden für die Sozialistische Front war Franz Nause, zweifellos. Denn Franz Nause war der, der die ganze Organisation überschaute, aufgebaut hat. Und er war der Hauptverteiler der sozialistischen Blätter. Er hat die in die verschiedenen Abteilungen weitergegeben. Und von daher kannte er auch die ganze Organisation. Und zwar er mit seiner, ich glaube, es war seine Freundin damals, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, Gustchen Breitzke. Ja. Die beiden haben die sozialistischen Blätter in erster Linie verteilt. Ja. Und deswegen waren die sicher die wichtigsten. Die anderen waren zum Teil also Leiter von solchen Abteilungen, spielen da eine Rolle. Und also alle waren nicht nur einfache Leser der sozialistischen Blätter, sondern hatten wirklich eine Funktion innerhalb der Organisation. Ja. Protokoll der Vernehmung des Willy Wendt am 1. Oktober 1936, nachdem die meisten Mitglieder der Sozialistischen Front schon in Haft sind. Im Jahre 1932 bildete sich innerhalb der hannoverschen SPD eine Gruppe, die den Parteivorstand ablehnte, da dieser nach Ansicht der Gruppe nicht aktiv genug war. Diese Gruppe stand unter der Leitung des Redakteures Werner Blumenberg. Meines Wissens gehörte zu der Gruppe Franz Nause, Bruno Zikron, Auguste Breitzke, Walter Felbel, Fritz Lohmeier, Bernhard Furch, Hein Gerke, Albert Hoff und ich. Blumenberg versuchte Leute, die seine Idee anerkannten, um sich zu sammeln. Anscheinend hatte der Vorstand der hannoverschen SPD irgendetwas in Erfahrung gebracht, jedoch ist es zu Ausschlüssen nicht gekommen, da greifbare Beweise nicht vorhanden waren.
Nach dem Umbruch blieb ich mit Blumenberg und Nause zusammen. Wir trafen uns verabredetermaßen in der Wohnung des Blumenberg, des Nause und auch auf der Straße. Bei den Zusammenkünften haben wir politisch diskutiert und wurden uns schlüssig, dass etwas geschehen müsse. Zuletzt kamen wir dann überein, eine Zeitung herauszugeben. Die technischen Vorarbeiten zur Herausgabe der Zeitung, wie die Beschaffung des Abziehapparates, Papier und Farbe, wurden von Blumenberg erledigt. Nach meiner Erinnerung trug Blumenberg selbst die Anschaffungskosten und versetzte zu diesem Zweck einen Ring sowie eine goldene Uhr. Der Abziehapparat wurde zuerst in der Wohnung des Nause untergestellt, wo selbst auch die ersten Flugblätter abgezogen wurden. Die Artikel für die Zeitung hatte Blumenberg geschrieben, während Hilde Schmedes die Manuskripte auf Wachsbogen schrieb. An der Herstellung der Flugblätter in der Wohnung des Nause waren Nause, Auguste Breitzke und ich beteiligt. Walter Sprengemann war eigentlich Redakteur des Volkswillens, der Zeitung der SPD. Von daher hatte er auch eben gute Beziehungen, ebenso wie Blumenberg zur Polizei. Er war quasi Auslandskorrespondent, ohne im Ausland zu sein, hatte ausländische Zeitungen gelesen und die für seine Artikel in den sozialistischen Blättern ausgewertet. Illegal sind wir ja erst, wie gesagt, ungefähr 34 dazugekommen. Durch das Jungbanner, durch Spengemann, weil der Spengemann mit Blumenberg zusammenarbeitet. Der ganze Apparat von Jungbanner, den illegalen Apparat, den wir noch hatten, die wurden dann zum Teil da mit eingeschleust. Man versuchte, miteinander zu kommunizieren und dazu hat man die sozialistischen Blätter ins Leben gerufen, also so eine Art Untergrundzeitung, ja, die verteilt wurde. Nicht wie die KPD, die ihre Zeitungen auch einfach so gestreut hat, auch an Nichtmitglieder. Nicht die Gestapo zu ärgern durch solche Sachen, sondern das ist tatsächlich für diese Funktion, dass es die Genossen eine unabhängige Information bekommen über das, was da passiert. Ja. Und das hat gut geklappt. Was soll werden? Die deutsche Arbeiterbewegung ist einer Katastrophe zum Opfer gefallen. Was keiner von uns für möglich gehalten hatte, ist geschehen. Kopflos haben alle unsere einst so stolzen Organisationen sich vor dem Nationalsozialismus zurückgezogen. Alle die unerhörten Opfer dieser Jahre waren vergeblich, weil wir in dem Augenblick, wo wir mit den letzten Mitteln kämpfen mussten, nicht gekämpft haben. Genossen, wir verstehen die bitteren Worte so manches alten Kämpfers und die Flüche so vieler junger, kampfesfroher Arbeiter. Sie sagen nichts anderes als dies. Sollen wir unsere Zukunft den feindlichen Machthabern ausliefern, nachdem unsere Organisationen vernichtet sind? Werden wir als ehrlos gelten, weil wir die Arbeiterbewegung, die von Generationen mit schweren Opfern aufgebaut wurde, ohne Kampf preisgegeben haben? Nein. Und abermals nein. Warum konnte es so kommen? Verheißungsvoll war noch der Aufruf des Vorstandes und der Reichstagsfraktion der SPD vom 31. Januar gewesen, in dem es hieß: Die Stunde fordert die Einigkeit des ganzen arbeitenden Volkes zum Kampf gegen die vereinigten Gegner. Sie fordert Bereitschaft zum Einsatz der letzten und äußersten Kräfte. Wir führen unseren Kampf auf dem Boden der Verfassung. Die politischen und sozialen Rechte des Volkes, die in Verfassung und Gesetz verankert sind, werden wir gegen jeden Angriff mit allen Mitteln verteidigen. Jeder Versuch der Regierung, ihre Macht gegen die Verfassung anzuwenden oder zu behaupten, wird auf den äußersten Widerstand der Arbeiterklasse und aller freiheitlich gesinnten Volkskreise stoßen. Zu diesem Kampf sind alle Kräfte bereit zu halten.
Der Februar verging. Es kam der 5. März, aber es geschah nichts. Es erging keine Anweisung, als Göring seine niederträchtige Verfügung an die Schutzpolizei erließ, als man die Hilfspolizei aufstellte und Hitlers Truppen bewaffnete. Es erging keine Anweisung, als die sozialdemokratischen Zeitungen verboten wurden, keine Anweisung, als die Gewerkschaftshäuser besetzt und Druckereien zertrümmert wurden. Wir standen in Disziplin bereit, aber man rief uns nicht. Die Führung sämtlicher Arbeiterorganisationen, der Gewerkschaften, aller Arbeiterparteien, des Reichsbanners und der kommunistischen Kampforganisationen hatte in einer Weise versagt, die in der proletarischen Bewegung aller Zeiten ohne Beispiel ist. Also für die ganze Hannemach war ein Obmann von der NSBO eingesetzt und in jedem Bau, zum Beispiel in dieser Bau, 3 oder 4 Stockwerke am Deisterplatz, da war wieder ein Obmann eingesetzt für den ganzen Bau. Und der hatte in jeder Etage einen Obmann eingesetzt. Gewählt wurde keiner, wir hatten ja nichts zu sagen. In jeder Etage einen Obmann eingesetzt. Und bei uns wurde einer eingesetzt, der aus lauter Angst Ja gesagt hat. Mhm. Ne? Er war Obmann. Und war vorher im Metallarbeiterverband gewesen, wie wir alle. Mein Buch von der Arbeitsfront habe ich auch aufgehoben zum Andenken. Da steht sogar drin, dass ich im Deutschen Metallarbeiterverband von dann bis dann gewesen bin und nun Mitglied der Deutschen Arbeitsfront. Vorne roten Umschlag und dem vorne so ein Abzeichen, großes Hakenkreuz drauf. Ne? Und der Obmann, der bei uns eingesetzt wurde, der war bestimmt kein Nazi. Wenn der morgens kam, wir haben immer gesagt, wir kommen eine Viertelstunde vor Beginn der Arbeitszeit. Wir wollen uns noch ein bisschen unterhalten. Bei der Arbeit hatten wir keine Zeit und es war auch so laut, wenn die Maschinen alle laufen, dass man nichts verstehen konnte. Haben wir uns unterhalten und wenn er jetzt reinkam, der kam immer ein paar Minuten vor 6:45 erst an. Wenn er denn reinkam, dann riefen sie immer, Kalle, Karl hieß er, Kalle, komm mal her. Hast du denn gestern Abend den Sender gehört, ne? Englischen Sender. Dann hielt er sich die Ohren zu. Das darf ich nicht hören. Das darf ich nicht hören, will ich auch nicht gehört haben. Sonst muss ich das melden. Aber er hat nie was gemeldet. Er hat nichts gemeldet. Wenn einer noch so geschimpft hat, er hat nicht einen vorne angeschwärzt. Vorne bei dem Obmann saß immer ein Gestapo-Mann und alle, die auf der Hannemach in diesem Riesenbetrieb sich irgendwie abfällig geäußert hatten, die wurden da vorne hinbeordert. Und wenn der hatte das vollkommen in der Hand. Der konnte sagen, der Fall ist erledigt. Er konnte aber auch sagen, ne, also den Mann lasse ich abholen. Ne? Der kommt zur Gestapo. Ich habe ja auch mit der Sozialistischen Front Verbindung gehabt. Diese Sozialistische Front, das war ja eine Einrichtung oder ehemalige SPD-Mitglieder. Ne? Ich bin dazugekommen, dieser Hein Gierke, der ist ja hier auf dem Bilde, ich bin auf dem Bild. Wir alle waren in der SPD und er zog von Linden auch nach Ricklingen und dann ist er zu mir gekommen und hat gesagt, hör mal zu, du kannst doch auch einen Teil übernehmen, du bist auf der Hannemach und so weiter. Ne? Ich sage, ja natürlich mache ich das mit, ne? Bringt mir man die immer her, ne? Die werde ich schon an Mann bringen. Ne? So bin ich dazugekommen, weil wir beide uns so gut kannten. Ne? In Nacht 33, nach dem Verbot, da musste ich dann alle zusammenrufen, die Führer in Hannover. Die haben sich illegal in der Marienstraße getroffen, in einer Vermilde, und haben da ihre Sitzung gemacht. Und dadurch kam ich mit Karl Rahloff in Verbindung, der auch Redakteur bei Volkswillen gewesen war und der der Hauptreichsbannerführer in Hannover war, Reichstagsabgeordneter. Und dann machten wir untereinander auch ein illegales Treffen bei Celle, in Westerzelle, unter einem Kaninchenzuchtverein.
bin ich vorher hingefahren mit einem, haben den Seil festgemacht. Und dann kamen die denn dahin, die Reichsbannerführer, und hielt einen Vortrag über Kaninchen im Saal. Und dann ging es raus, so jetzt wollen wir die Kaninchen in freier Natur sehen, besichtigen und so weiter. Und da war denn der Karl Rallow und hielt den draußen im Walde, gab sie denen seine Instruktionen, wie es weiterlaufen sollte und so weiter. Wir haben einmal den Versuch gemacht, diese gehefteten, mit diesem Heftapparat zusammengestickten, 6, 8, je nachdem, wie viel sie gewusst hatten, vom Ausland Meldungen, haben wir das so organisiert, dass wir gesagt haben, also wenn, das war ja vor dem Krieg, da haben wir ja noch eine Schicht gearbeitet, beziehungsweise Spätschicht bis abends 11 oder was nicht mehr genau die Arbeitszeit, da haben wir gesagt, morgen früh um 6:45 fangen wir an, um 5:30 werden wir mit den Blättern kommen. Und dann legen wir, wenn wir uns vergewissert haben, dass noch keiner in unserer Abteilung da ist, legen wir auf jeden Tisch, also auf dem Werkzeugschrank an der Maschine, legen wir ein solches Blatt. Ne? Naja, und wie die Kollegen dann um 6:45 kamen, hatten sie das Blatt da liegen, haben das gelesen, haben sich unterhalten und so weiter. Und dann hat das natürlich eine kolossale Aufregung gegeben da. Nicht? Die haben versucht, nicht, haben Leute vernommen und so weiter, haben auch diesen verarmten Vertrauensmann, der da eingesetzt war, der sagt, wie ich gekommen bin, lagen die Dinger da, nicht? Die ich noch kriegen konnte, habe ich eingesammelt, hat er auch einen Teil da. Nicht? Aber was ich, woher die gekommen sind, nicht? Kann ich leider nicht sagen. Und da hatten wir schon Sorgen, dass einer sagen würde, ja, das können nur die oder die gewesen sein. Ne? Aber es hat geklappt, es hat gut gegangen. Ne? Auszüge aus den sozialistischen Blättern. Heute wird Deutschland von einer Horde von Verbrechern, Mördern, Brandstiftern, Betrügern regiert. Der Kapitalismus musste die größten Lumpen zu seiner politischen Stützung herbeirufen. Diese sind nicht unsere Führer, sondern die Sachwalter des Kapitalismus. Die Wahrheit sagen, das gehört im neuen Deutschland zu den Verbrechen, die mit Gefängnis und Zuchthaus, unter Umständen sogar mit dem Tode bestraft werden. Wir wollen die Wahrheit sagen. Dass wir heimlich damit tun müssen, gereicht denen zur Schande, die uns dazu zwingen. Die ganze Außenpolitik Hitlers ist verbrecherisch, wahnsinnig, verrückt. Wir wissen, dass eine Diktatur nicht durch eine Volksabstimmung zu stürzen ist, weil es die nicht mehr gibt, sondern nur durch einen Umsturz. Aber wir wissen auch, dass planlose Aktionen nicht zum Erfolg führen, sondern dass die Bereitschaft der deutschen Arbeiterklasse dazu erforderlich ist. Denn dieser Umsturz wird nicht nur ein politischer sein. Der Nationalsozialismus ist das letzte Bollwerk des Kapitalismus. Unter dem Schutz dieser Gewaltherrschaft wird der Kapitalismus noch eine Zeit lang seine Macht behaupten können. Die Aufgabe, die Wirtschaft zur Wohlfahrt des Volkes zu führen, kann er weniger denn je erfüllen. Das Volk ruft nach dem Sozialismus. Wir werden ihn bringen. Ich habe damals, da hatte ich noch einen besseren Zugriff, da habe ich geschätzt, dass es zur Höchstzeit der Sozialistischen Front 700 Mitglieder gewesen sein. Alle gerechnet, also auch die einfachen Leser, die nur die sozialistischen Blätter bezogen haben und sonst eigentlich eben nichts gemacht haben. Walter Spengemann hatte eine Sonderstellung innerhalb der sozialistischen Front, weil er nicht alleine dem zugestoßen ist, sondern mit seiner ganzen Jugendgruppe, die er mitgenommen hat quasi.
Und die haben auch ein bisschen eigene Politik noch gemacht innerhalb der Sozialistischen Front. Also haben zum Beispiel gemeinsame Ausflüge gemacht und solche Dinge. Und Spengemann war nicht immer einverstanden mit den Entscheidungen von Blumenberg, hat es aber wohl dann insgesamt doch mitgetragen. Er hat damals ausgesagt, dass er im Frühjahr 1936 mit seiner Gruppe ausgetreten sei. Das lässt sich aktenmäßig nicht nachweisen, leider. Also ich habe nichts gefunden, wo das wirklich handfest nachgewiesen ist. Aber ich halte es dafür durchaus denkbar. Ja. Und das würde auch erklären, wieso er gegenüber der Gestapo auch gar nicht großen Hehl davon machte, dass er dass es von ihm eine gewisse Distanz zu Blumenberg gibt. Er gehörte zu den Leuten, da gab es noch mehrere in der Führungsebene der Sozialistischen Front, die Anstoß genommen haben an Blumenberg, weil er immer so junge Frauen einbezogen hat, die man nicht genau kannte und wo man befürchtete, dass es ein Einfallstor für die Gestapo sein könnte, was es tatsächlich auch war dann. Das ist eine der Lücken, wo die Gestapo dann tatsächlich eindringen konnte in die Sozialistische Front, kurz bevor sie dann tatsächlich vollends aufflog. Im Frühjahr 1936, da kam Spengemann denn und sagte, wir müssen Schluss machen. Die werden jetzt zu verrückt. Die suchen eine Druckerei und wollen die Sachen drucken. Das machen wir nicht mit. Das ist zu auffällig. Da zogen wir uns denn 36 zurück. Im Sommer 36 ist ein Vergnügen vom Gesangverein und da kam die Friedchen Fahrenhorst, welche mit Blumenberg zusammenarbeitete. Die kam dann auf dem Vergnügen und überbrachte mir ein Schreiben von Blumenberg. Ich sollte die Gruppe Süd übernehmen, die ich vorher immer gemacht habe durch das Jungbanner, nicht wahr? Aber ich sagte, nein, ich kann nicht, ich bin krank. Naja, und dann sage ich, ja, bleibst du hier? Da sagt sie, nein, ich treffe mich mit meinem Freund am Kröpke. Ja, da war die Sache gut. Nachher bei der Vernehmung durch die Gestapo, da kommt raus, der Freund am Kröpke, das war der Kling gewesen. Und das ist, dieser Kling ist tatsächlich, der ist Gestapo-Beamter, der dann auch weiter im Gestapo-Amt zuständig war für die SF, der taucht in den Verhörsgeschichten auf und auch im Zusammenhang mit Spengemann, mit dem, was Spengemann da getan hat im Gefängnis, da taucht auch dieser Kling auf. Also das war ein zuständiger Beamter. Das ist, von der Gestapo hat er es gern gemacht, da immer einen Spitzel reinzuschicken. Ja. Die Gründungsmitglieder der SAP waren Leute, die vorher in der SPD waren und da den linken Flügel gebildet hatten und zunehmend halt untergebuttert wurden und dann schließlich sozusagen ausgetreten sind und ihre eigene Partei gegründet haben. Am Ende der Weimarer Republik war wohl der entscheidende Streitpunkt, die Finanzierung des Haushaltes
in Bezug auf Wiederaufrüstung. Ja. Ich bin bei der Versammlung im Gewerkschaftshaus dabei gewesen, als Otto Brenner eine eingehende Begründung gab, warum man diese Tolerierungspolitik gegenüber Brünning und der Politik des kleineren Übels, der Duldung des kleineren Übels oder des Machens dieser ganzen Dinge, weil man dem nicht mehr zustimmen konnte. Er hat eine eingehende Begründung gegeben und hat erklärt, also seinen Austritt aus der SPD. Das hatte zur Folge, dass sämtliche Jungsozialisten dasselbe taten. Auch ich gehörte dazu. Das war etwa im Februar 1931. Dann ist es zur Gründung der Partei im März 1931 gekommen. Und die Aktion war ganz eindeutig ein Parteiprogramm in dem Sinne, wie die Kommunistische Partei oder die Sozialdemokratische Partei war nicht vorhanden. Oder wenn, dann dominierte lediglich der eine Gedanke, angesichts des Anwachsen der drohenden Gefahr des Faschismus, die Arbeiterparteien zu gemeinsamen Aktionen zu bewegen. Aus dem Programm der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschland. Was will die SAP? Her mit der Arbeiterregierung. Eine Arbeiterregierung kann sich nicht stützen auf das Parlament und parlamentarische Koalitionen. Ihre Macht muss sich aufbauen auf den Organisationen und Kampforganen der Arbeiterklasse, auf revolutionären Arbeiterräten, den proletarischen Wehrverbänden, den Kampfverbänden rebellierender Mittelschichten und Kleinbauern, die gegen den Faschismus stehen. Eine solche Arbeiterregierung kann kein Dauerzustand sein. Im Kampf um die Behauptung der obersten Positionen wird die Arbeiterklasse weiter schreiten müssen zum vollkommenen Sturz der Bourgeoisie-Herrschaft, zur Diktatur des Proletariats. Proletarische Klassenfront. Kontrolle und Leitung der Produktion durch die Arbeiterschaft. Arbeiterregierung. Schluss mit der Nazi-Pest. Schluss mit der kapitalistischen Bankrottwirtschaft. Schluss mit Lohnraub und Notverordnungsdiktatur. Vorwärts zur Herrschaft des Proletariats und zum Sozialismus. Im Juni 1933 wurden wir doch schon alle verfolgt. Und dann trafen wir eine Verabredung, wir treffen uns, jeder auf einer anderen Tour kommend und zu einer anderen Zeit kommend, in Kaltenweide, dort an dem Teich. Was haben die im Widerstand unternommen? Was für Aktivitäten waren das? Das waren auch nur Blätter? Ja, die haben auch so Blätter gemacht und verteilt. Ja. Im Prinzip das Gleiche, halt mit einem anderen Inhalt. Die war insofern etwas originell, weil sie im DIN A, die Hälfte von DIN A4, also mit DIN 5. DIN A5, genau, im DIN A5 Format war, gefaltet war. Und das heißt, das zu schreiben, diese Vorlagen für die Maschine brauchte ja DIN A4, ja. Das muss wirklich, das ist relativ kompliziert. Ja. Und das konnten nicht alle sowas. Thank you.
Also Eduwald war im hannoverschen Widerstand schon eine wichtige Figur und später aus anderen Gründen auch noch nach dem Krieg. Und er war zum Teil eben in Hamburg und hat das Komitee für proletarische Einheit im Prinzip gegründet und selbstständig geführt. Der hat eine Schrift rausgegeben, die ich persönlich für die interessanteste halte, die, von diesen Schriften, die es gibt. Mai 1935. Jawohl, die Schlote rauchen wieder und die Räder surren. Die Essen glühen Tag und Nacht und die Hochöfen werfen wieder ihren gespenstischen Feuerschein in den fahlen Himmel. Eisen sprüht brüllend in die Pfannen und Schlangen rotglühenden Stahls winden sich wieder durch die Walzen. Fieberschauer durchbrausen den Produktionsapparat der kapitalistischen Volkswirtschaft. Die Kriegskonjunktur hat ihren Einzug gehalten und triumphierend verkündet eine feile Presse, dass 70, 80 und mehr Prozent der Hochkonjunktur wieder erreicht seien. Aber am Ende des riesig gesteigerten Getriebes stehen nicht der Menschheit dienende Güter, sondern Ungeheuer zu ihrer Vernichtung. Die rotglühenden Schlangenleiber haben die Gestalt von Geschützrohren angenommen und der Feuerschein der Hochöfen glänzt wieder vom Rücken der Granaten. Das Surren der Räder findet seinen Widerhall im Donnern der Kanonen, der Motore und der Propeller. Und der Rauch der Schlote wird bald im Pesthauch platzender Geschosse sein Sinnbild erhalten. Das war natürlich eine kleine Minderheit, ja, nach wie vor. Und das hat dann auch Zuzug von Leuten, die eben nicht aus der KPD kamen, aber die Grundmasse des Komitees waren tatsächlich ehemalige Kommunisten, die mit dem Kurs Stalins nicht einverstanden waren. Ich meine, manche Widerstandsorganisationen wie der ISK, die haben natürlich auch so etwas witzige Sachen gemacht, die mit diesen Koffern, die man irgendwie abstellte und wenn man dann wieder hochgenommen hat, haben die was auf den Boden gestempelt und solches. Das ist, und denen ist auch sonst relativ viel einfallen. Das ist natürlich, da sind ganz produktive Sachen dabei entstanden. Das ist natürlich auch gefährlich gewesen, logisch natürlich. Die ISK ist eine sehr eigene Gruppe. Im Prinzip ist sie so eine intellektuelle Splittergruppe, die in Göttingen ja an der Universität von einem Professor, Philosophieprofessor, wenn ich mich recht erinnere, namens Nelson gegründet worden ist und quasi aus Jüngern dieses Professors bestanden hat. Die hatten sehr harsche Vorschriften in Bezug auf Lebensformen, die sind als Gruppe vor allem dadurch auffällig, dass sie ihre Methoden etwas ungewöhnlich waren im Vergleich zu den anderen. Sie hatten eben keine Blättchen, die sie gedruckt haben und verteilt haben, sondern die haben mit so, ja, heute würde man sagen, fast Werbemethoden, also mit diesen Stempelkoffern und dann haben sie zum Beispiel an der Bahnlinie von Hannover nach Hameln stand damals irgendwo an der Stelle eine leere Fabrik und an diese leere Fabrikwand haben sie in einer Nacht heimlich einen Anti-Nazi-Spruch angebracht. Ich weiß nicht, irgendwie nieder mit Hitler oder irgend sowas halt. Ja. Und solche Sachen. Ja, in Hannover waren eben zwei, Erna Blenke und Willi Rilow, Lehrer an weltlichen Schulen. Die weltlichen Schulen sind damals Schulen in Hannover, die eben keinen Religionsunterricht hatten. Und von daher
also Reformschulen, wenn man so mit einem Wort sagen will. Willi Rilow war, glaube ich, der erste Lehrer in Hannover, der 1933 dann aufgrund des Gesetzes entlassen worden ist. Auszug aus dem Artikel »Was will der ISK?« in dem Blatt »Der Funke« vom 16. Februar 1933. Helmut Rauschenplatt erörterte in seiner Rede ausführlich zunächst das Gemeinsame, das den ISK und die übrigen Arbeiterparteien verbindet: das Ziel des Sozialismus. Mit allen sogenannten Marxisten ist der ISK einig in der Erkenntnis, dass das Monopol an Produktionsmitteln die Quelle der gesellschaftlichen Ausbeutung darstellt und dass die heutige Klassengesellschaft auf dem Wege des internationalen Kampfes des Proletariats unterbunden werden soll. Die Trennung zwischen der Geschichtsbetrachtung der Marxisten und der ISK-Genossen liegt in dem Glauben der Marxisten an die sogenannte historische Notwendigkeit des Sozialismus. Die ISK-Genossen glauben nicht, dass man aus der historischen Entwicklung ablesen könne, was unvermeidlich geschehen wird. Unabhängig davon wissen wir, selbst wenn wir gewisse Tendenzen des historischen Entwicklungsprozesses erkennen, zunächst nicht, ob man solche Tendenzen bewusst unterstützen soll, ob man versuchen soll, sie zu stören oder ob man sich zum Beispiel um den historischen Prozess gar nicht kümmern soll. Die Frage, was wir tun sollen, wird uns durch die Betrachtung der historischen Wirklichkeit überhaupt nicht beantwortet. Da objektiv festgestellt werden kann, was der Mensch tun soll und wie er es erreichen kann, ist die Abstimmung über Fragen solcher Art mindestens überflüssig. Im ISK wird deshalb auch nicht abgestimmt. Er lehnt die Parteidemokratie, soweit sie abstimmen bedeutet, ab. Die demokratische Kontrolle, die sich nur durch den täuschenden Namen Kontrolle empfiehlt, entpuppt sich in Wahrheit als bloßes Manöver, das allen aufmerksamen Menschen von dem Zusammenschieben auf Parteitagen her bekannt ist. Die berechtigte Sorge, ob bei der Abschaffung der demokratischen Kontrolleinrichtung diktaturlüsterne Streber von der Organisation ferngehalten werden können, begegnet der ISK zum Teil durch ein bestimmtes Prinzip der Auslese, zum anderen Teil durch eine planmäßige Erziehung der Funktionäre in der Richtung der Bekämpfung jener gefürchteten Schwächen. Wer im ISK Mitglied werden will, muss vorher bewiesen haben, dass er ein Sozialist ist. Es wird von ihm verlangt, dass er das, was er programmatisch fordert, so weit in die Tat umsetzt, als dies nur von ihm selbst abhängt. ISK-Genossen müssen also Freidenker sein. Sie müssen aus dem gleichen Grunde Alkoholabstinenten sein. Sie müssen Mitglied einer freien Gewerkschaft sein, weil sie nicht andere für sich die Kastanien aus dem Feuer holen lassen sollen. Sie dürfen sich nicht an persönlicher Ausbeutung beteiligen, sei es die der Tiere, der Kinder, Frauen oder anderer Menschen. Das Zentralkomitee der KPD in Berlin. Bei den letzten freien Wahlen im Deutschen Reich, den Reichstagswahlen und preußischen Landtagswahlen im März 1933 erreicht die KPD noch 9,3% der Wählerstimmen. In Hannover wird die Bezirksleitung der KPD Niedersachsen von Walter Krämer geführt. Zweiter Sekretär ist Max Lademann. Thank you.
Schon 1921 erscheint die Niedersächsische Arbeiterzeitung am Klagesmarkt in Hannover als Parteiorgan der KPD. Die Zeitung wird 1926 umbenannt und heißt jetzt Neue Arbeiterzeitung. Wie der SPD-Volkswille berichtet auch die NAZ über die SA-Schießerei am Lister Turm. Das führt zum Verbot der Zeitung am 25. Februar 1933. Zu den führenden Redakteuren des Blattes gehört Kurt Willkomm, der bis zu seiner Verhaftung im November 1933 eine wichtige Rolle im kommunistischen Widerstand in Hannover spielt. Also das ist das große Unglück der sozialistischen Bewegung in der Weimarer Zeit, war die Feindschaft der Kommunisten gegenüber den Sozialdemokraten. Denn die Kommunisten haben eigentlich als Hauptfeind, den sie bekämpfen, die Sozialdemokratie ausgesucht, weil sie wollten ja sozusagen die Wählerschaft, die die SPD hatte, gewinnen. Und dann haben die vor allem gegen die Sozialdemokraten gekämpft, was natürlich deswegen insgesamt natürlich furchtbar geschadet hat. Die Sozialfaschismus-Theorie besagte, dass die Sozialdemokraten durch die Politik, die sie betrieben, sowas wie eine faschistische Partei seien. Also kein Unterschied, weil sie beide natürlich gegen Sozialismus sind, sind sie auch beide Faschisten, ja, beide faschistische Parteien für die KPD. Das ist natürlich ein hanebüchener Unsinn und die deutschen Kommunisten das auch mitgemacht hatten unter Thälmann, wäre ja nicht selbstverständlich gewesen, aber die hatten offensichtlich, es gab keine nennenswerte Opposition innerhalb der kommunistischen Partei. Die SPD-nahe Deutsche Freiheit übernimmt am 20. September 1933 einen Artikel des bürgerlichen Manchester Guardian mit dem Titel »Das unterirdische Deutschland zum Zustand der KPD im Reich«. Die Kommunisten konnten gegenüber den Sozialdemokraten einen Vorsprung gewinnen, weil die illegale Arbeit ihnen ja nichts Neues ist. Schon vor langer Zeit gründeten sie ihre Fünfergruppen, weil es doch wenigstens 5 absolut verlässliche Menschen in jedem Ort geben müsse. Diese Parole hatte nur halben Erfolg, denn wieder und wieder zeigte es sich, dass einer von den 5 ein Spitzel war. So erlitten die Kommunisten schreckliche Verluste. Sie wurden und werden in Menge von der geheimen Staatspolizei verhaftet, die bis in das Innerste ihrer Organisationen einzubrechen vermag. Dabei muss zugegeben werden, dass gerade ihr Mut sie großen Gefahren aussetzt. Aber die wahre Ursache ihrer enormen Verluste ist, dass sie von Spitzeln förmlich durchsetzt sind. Ich war ja überzeugt, dass diese Regierung weg muss, dass diese Regierung für uns nicht tragbar ist, noch dazu für uns Arbeiter. Und dass sie noch, das hat es ja bewiesen, dass sie rücksichtslos sind, dass sie alle Andersdenkenden überfallen. Infolgedessen hatte ich dann auch die Überzeugung, dass man eine solche Regierung nicht unterstützen, sondern ablehnen muss. Und von diesem Gedanken, dass man sie ablehnen muss, bis zu dem Schritt, dass man etwas dafür tun muss, dass diese Regierung verschwindet, das war ja dann, wie gesagt, der nächste Schritt und nicht kein allzu großer Schritt. Und so war ich überzeugt, dass das eines Tages mal schiefgehen musste. Das ist so wie, man hat nicht immer Glück. Und eines Tages kann es schon mal passieren, dass man also an die falsche Adresse kommt, und dass man erwischt wird, wenn man so schön sagt. Wer war die Gruppe Adolfs? Aus den Handakten des Oberreichsanwalts. In der Strafsache gegen Karl Adolfs und Genossen geht hervor, dass die NS-Justiz umfassend über die Arbeit der illegalen Gruppen der KPD in Hannover informiert war. Alle Aktivitäten gingen durch Anweisungen von der Bezirksleitung der KPD Niedersachsen aus, die wiederum durch Kuriere aus Berlin kontrolliert und instruiert wurden.
Am 2. April 1935 übermittelt der Oberstaatsanwalt aus Hannover eine geheime Liste mit 58 Beschuldigten, die sich wegen Vorbereitung zum Hochverrat in Untersuchungshaft im Gerichtsgefängnis Hannover befinden, an den Oberreichsanwalt Zweigstelle Berlin. In der Anlage eine präzise Schilderung der illegalen Tätigkeit der KPD-Gruppe Adolfs. Auszug. Ende April 1934 wurde der Beschuldigte Adolfs auf Veranlassung der Landesleitung der KPD in Berlin und durch Vermittlung des Oberberaters Kaiser, der inzwischen in Halle festgenommen ist, als erster politischer Leiter für den Bezirk Niedersachsen eingesetzt. Als Verbindungsmann wurde ihm später der Beschuldigte Kraft zugeteilt, der als zweiter politischer Leiter tätig wurde. Ihnen zur Seite stand der Beschuldigte Willig als Techniker der Bezirksleitung. Ein Kurier der Landesleitung Berlin suchte sie regelmäßig auf und versorgte sie mit Anweisungen und dem neuesten Druckschriftenmaterial. Als Stadtteilleiter wurden die Beschuldigten Jakutsch, Fortriede und Wagener eingesetzt. Kassenverwalter der Bezirksleitung war der Beschuldigte Müller. Der Beschuldigte Andres war Kasseninstrukteur für den Stadtkreis Hannover. Der Beschuldigte Frede, der früher der KPD nahestand und der hiesigen Staatspolizeistelle als Teilnehmer an einem Kursus der marxistischen Arbeiterschule genannt wurde, war seit Ende 1934 als Stadttechniker für die KPD in Hannover tätig. Also für diesen technischen Bereich, da war ich verantwortlich und hatte dafür zu sorgen, dass dann nicht nur hergestellt wurde, die Zeitung, sondern auch dann ausgeliefert wurde, verbreitet wurde, dann in die entsprechenden Stadtteile und entsprechenden Gruppen. Die letzte Zeitung, die habe ich im Januar 1935 selber mit dran betätigt und das hat auch die Gestapo festgehalten. Die letzte Zeitung, das sind ungefähr 1000 Stück gewesen, die wir hergestellt haben und verbreitet haben. Und wir haben zum Beispiel als kommunistischer Jugendverband insgesamt für Hannover eine Zeitschrift herausgegeben. Das heißt, Zeitschrift ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, so zwei Blätter waren das meistens, nicht? Denn wir waren ja knapp mit Papier, wir hatten nicht viel Geld. Die waren dann mit Schreibmaschine geschrieben, beziehungsweise auf Wachsbogen geschrieben, die dann mit der Hand so mit Handabzugapparaten abgezogen wurden. Und darin haben wir ja speziell Jugendliche angesprochen. Einmal, dass sie sich in ihren Lehrstellen nicht alles bieten lassen sollen, sondern dass es bestimmte Gesetze gibt, die auch die Lehrherren einhalten müssen, nicht? Dass sie sich also darauf berufen müssen, dass sie bestimmte Dinge erreichen können. Denn die Betriebsräte waren ja schon abgesetzt. Und es gab nur noch die sogenannten Betriebsobleute, die von den Nazis gestellt wurden und die gar nicht daran interessiert waren, nun unbedingt immer das Beste für die Arbeiter oder arbeitende Jugend herauszuholen. Und wir haben aufgeklärt darüber, was der Arbeitsdienst bedeutet, dass das Vorbereitung für den Kriegswehrdienst ist. Und als dann 1936 die allgemeine Wehrpflicht eingeführt wurde, haben wir auch darauf aufmerksam gemacht, dass alles auf einen Krieg zudrängt. Und zu der Zeit war es ja auch dann so, Hanomach war eine der ersten Betriebe, die zum Beispiel Munition herstellten. Nicht? Da wurden Granaten hergestellt und die Arbeiter, die dabei in diesen Abteilungen gearbeitet haben, die mussten sich verpflichten, also handschriftlich mussten das unterschreiben, dass sie über ihre Arbeit nicht sprechen. Sie mussten nach außen hin sagen, es werden Thermosflaschen in den Abteilungen hergestellt, wo sie arbeiten. Und dann haben wir die gesamte Belegschaft aufgeklärt darüber, indem wir Fluchbilder manchmal nachts über die Mauer geworfen haben oder aber morgens früh, wenn der ganze Pulk hineinging, plötzlich entweder hineingeworfen haben und die haben sie alle aufgehoben oder aber wir haben
morgens direkt verteilt. Und dann war es so, dass uns die Elterngenossen haben uns insofern geschützt, dass die wussten, wir kommen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und dann haben wir ganz schnell verteilt und sind dann weggerannt und unsere Genossen sind hinter uns hergerannt, als wollten sie uns fangen. Und dann haben sie uns natürlich nicht mehr fangen können, nicht, weil wir so schnell laufen konnten. Was steht hier denn hier? Lütro. Man müsste das mal... Ja, den Text kann man sehen. Also hier, jetzt, soll ich nochmal machen? Ja. Und jetzt, schade, der müsste jetzt hier rausfallen. Er macht ja nichts. Nudeln machen. Aber man kann das ja, da kann man so sich vorstellen. Das ist natürlich nicht so gut. Das ist klar, das ist hier aufgegangen. Das muss dann irgendwie festgeklemmt werden. Ja. Aber diese Maschinen waren wohl unverwüstlich. Wie gesagt, man konnte angeblich ja bis zu 1000 Stück von einer Wachsmatrize drucken. Ja, ja. Und GEHA ist ja auch aus Hannover, ne? Ja, die Firma gibt es leider nicht mehr. Genau, die andere Firma, große Firma neben Pelikan. Ja. Die war ja unverwüstlich, ist relativ leicht. Die konnte man noch wegtarnen, irgendwo in irgendwelchen Dunkelkammern, verstecken in alten Gartenhäusern und so weiter. Man konnte ja überall drucken, ja, ohne Strom. Und das ist natürlich verdammt viel wert. Und diese Maschine, die ist bei den ganzen Ermittlungen, ja, taucht die natürlich selbstverständlich immer wieder auf. Also diese Verhöre durch die damals preußische Polizei noch und dann später natürlich durch die Gestapo. Immer wieder sind das diese Geräte, die dann eine wesentliche Rolle gespielt haben im Widerstandskampf. Die in Hannover hatten sie nichts erreichen können. Und da haben sie zwei Berliner Gestapo-Leute eingeschleust, die früher Bayer 1a waren, nannte sich ja früher, vor 33. Und die hatten da eingeschleust mit Parteibüchern von der SPD. Sie wollten in Berlin genau dasselbe aufbauen wie in Hannover. Und wollten nun wissen, wie der Apparat lief. Und da haben die da oben mitgearbeitet. Die sind natürlich keine Namen gewahr geworden. Nur sie haben gesehen, wie gearbeitet wurde. Da ist ein Bezirk und so weiter. Namen sie hat dann nicht gewusst. Und dadurch ist es denn aufgeflogen. Wie sie ihn verhaften wollten, den Blumenberg, den Leiter, da war der ab, hatte der einen Wink gekriegt. Nun ist das verschieden. Einer sagt, sein Bruder hat ihm einen Wink gegeben, aber der war am Gericht, aber die wissen ja das auch nicht. Jedenfalls hat er einen Wink gekriegt und ist abgehauen. Mit der Friedchen Fahrenhorst, wie sie nach Hause kommen, finden kann. Also Kirchnerstraße, wo die Friedchen Fahrenhorst abgeriegelt, hin, nix, war nicht da. Und wie sie dann wieder zur Gestapo sind, in der Schlägerstraße, da hören sie von den anderen, ja, die haben wir gerade eben am Bahnhof gesehen. Da sind die weggefahren. Und da waren die ab nach Holland. Gestapo-Bericht vom 15.09.1936. Festnahme von 17 Personen. In Hannover wurde eine Aktion gegen die Sozialistische Front eingeleitet, die bisher zur Festnahme von 17 Personen, die in der Anlage Nummer 1 unter laufender Nummer 10 bis 26 aufgeführt sind, führte. Nach den bisherigen Ermittlungen steht fest, dass die Sozialistische Front, die auf der Grundlage der Zweiten Internationale aufgebaut ist,
sich unter Ablehnung der alten KPD und SPD zur Aufgabe gestellt hat, ihre Organisationen in Fünfergruppen straff zusammenzufassen und den bewaffneten Aufstand vorzubereiten. Dies ergibt sich auch aus der Tatsache, dass der am 17.08.1936 nach Amsterdam geflüchtete Hauptleiter Werner Blumenberg Anfang 1933 Handfeuerwaffen nebst Munition beschafft hat und unter die einzelnen Spitzenfunktionäre verteilen ließ. In Hildesheim, die Hildesheimer Gestapo hat einige Leute verhaftet und darunter ein Bruno Zikron, der so Abteilungsleiter oder Gruppenleiter in der SF war. Und bei diesem Zikron haben sie eine Theaterkarte gefunden mit dem Namen von Franz Nause drauf. Offensichtlich hat er ja Theaterkarten besorgt und auch für Franz Nause. Und darauf hat die Gestapo Nause verhaftet. Und das war ja nicht weiter schlimm, weil Nause hat natürlich nichts ausgesagt und da ist nicht viel passiert. Die Hildesheimer, obwohl die auch einen üblen Folterer hatten da in der Gestapo in Hildesheim, sind bei Nause nicht weitergekommen. Ja. Protokoll der Vernehmung Franz Nause und Bruno Zikron vom 30. Juni 1936. Auszug. Frage an Nause. Sie werden von dem Zikron beschuldigt, dass Sie in der Zeit von November 1935 bis April 1936 illegales Schriftmaterial, betitelt »Sozialistische Blätter«, zwecks Weiterverbreitung übergeben haben und dafür von Zikron Geldbeträge von insgesamt 11 bis 12 Reichsmark bekommen zu haben. Stimmt das? Antwort des Nause: Nein. Frage an Zikron: Halten Sie Ihre Aussagen vom 24.06.36 und 20.07.1936 auch in der Gegenüberstellung mit Nause aufrecht? Antwort des Zikron: Ja. Frage an Zikron: Warum halten Sie diese Angaben aufrecht? Antwort von Zikron: Weil sie stimmen. Frage an Nause: Nachdem Ihnen Zikron gegenübergestellt wurde und seine Aussagen vom 24.06.36 gegen Sie in allen Punkten aufrecht erhält, was haben Sie nun hierzu zu sagen? Antwort von Nause: Trotz der belastenden Aussagen des Zikron erkläre ich nach wie vor, dass ich jegliche illegale Tätigkeit in Abrede stelle. Vorhalt: Bleiben Sie nach wie vor dabei, dass Sie nichts sagen wollen? Antwort: Nein, ich sage nichts. Ich berichtige mich dahingehend, dass ich zu den belastenden Punkten Nein sage. Dieses soll bedeuten, dass ich nichts gemacht habe. In den Protokollen kann man ja nicht nachvollziehen, wann die gefoltert werden. Es gibt so eine Formel, wo zu vermuten ist, dass sich dahinter Folter verbirgt. Wenn nach einer Aussage, die relativ nichts sagt, dann kommt die Floskel auf Vorhalt, Doppelpunkt. Und danach kommt meistens dann eine Aussage. Gell? Und das ist wahrscheinlich, der Vorhalt ist wahrscheinlich, dass man sie da zwischendurch mal kräftig gefoltert hat. Ja. Es gab ja bei den meisten Gruppen gab so Regeln über was passiert, wenn man verhaftet wird.
Und die meisten gehen so davon aus, dass man in 48 Stunden möglichst nichts sagen soll und danach eigentlich egal. Die wussten genau, dass man da nicht standhalten kann. Ja. Das eines Morgens haben wir uns verjagt, aber Hannover sind viele aus dem Betrieb heraus verhaftet. Ne? Also wie nun diese Verhaftungswelle in Gang kam, da hat dieser Hein Gierke, der mir die Blätter und einigen anderen hier in unserem Bereich unter Ricklin gegeben hat, der hat sich sofort abgesetzt nach Dänemark. Sein Bruder hatte, dieser Hein Gierke hatte da oben Verbindung, ich glaube sogar eine Freundin oder was, und er ist dann auch später nach Schweden gegangen und er hat sich nach Dänemark abgesetzt und dadurch, er wohnte hier, war ja Junggeselle, bei Bekannten auf Logis, da ist die Gestapo dann gewesen, die haben gesagt, er hat uns nichts gesagt, er hat einen Koffer genommen, wie so oft, ist weggegangen und ist nicht wiedergekommen. Sie können uns auf den Kopf stellen, wir wissen nicht, warum, weshalb und wohin. Ne? Und damit ist hier bei uns überhaupt keiner verhaftet. Während dem Ohm in Oberricklingen, da war einer namens Willi Hahn, der Gruppenleiter, den haben sie so fertig gemacht bei der Gestapo, ne? Dass Freunde von ihnen, die vorher das durchgemacht hatten, gesagt haben, Willi, hat keinen Zweck, sag einige, die machen dich hier kaputt, ne? Das hältst du nicht durch. Ne? Hat er einige genannt und zum Beispiel, ich arbeitete mit einem Kollegen an der Bank, an der Revolverdrehbank, den hat er auch genannt. Ne? Es ist so, dass Spengemann nach 45 tatsächlich keine gute Presse bei den anderen Verhafteten von damals haben, weil sie überzeugt waren, dass er mit der Gestapo zusammengearbeitet hat. Das machen sie fest daran, dass er eine Schreibmaschine in seiner Zelle hat und da tagelang geschrieben hat. Wir haben das, was er da geschrieben hat, haben wir schließlich irgendwann mal in Moskau gefunden. Und da steht eigentlich nichts, was die Kenntnis der Gestapo über ihre damaligen Gefangenen irgendwie erweitert hätte. Das war einfach eine Entwicklungs-, eine Entstehungsgeschichte der Sozialistischen Front, vor allem ihrer Vorgeschichte in diesem Jugendteil, den Dings gemacht hatte. Das macht er sehr ausführlich. Also das ist mit Sicherheit eine Legende. Also er hat sich später sozusagen selbst beschuldigt, dafür gesorgt zu haben, dass Nause und Gustjen Breitzke in Haft gekommen sind. Das sind natürlich die beiden entscheidenden Leute, weil die für die Verteilung der Blätter zuständig waren. Die beiden wussten die Adressen sicher alle. Das Dokument, was ihn am meisten belastet, ist ein Schreiben an den Oberreichsanwalt, wo er sich rühmt, eben der Gestapo wirklich geholfen zu haben, eben diese beiden Verhaftungen zu machen. Wo, wie gesagt, ich meine, dass es im Fall Nause sicher nicht stimmt und im Fall von Gustjen Breitzke kann man das schlecht sagen, weiß ich, da kann ich das nicht so mit Bestimmtheit sagen. Walter Spengemann schreibt an den Reichsanwalt beim Volksgerichtshof am 3. Juli 1937. Auszug. Damals wurde Nause bereits seit etwa 3 Monaten von Berliner, Hildesheimer und hannoverschen Stapo-Beamten ohne jeden Erfolg vernommen. Und da keine Beweise vorlagen, die zu einer Überführung hinreichten, so ist anzunehmen, dass dieser Kerl aus Eisen, wie ihn ein Beamter einmal nannte, auch fernerhin nichts gestanden hätte. Ohne Nauses Aussage wäre es aber niemals möglich gewesen, den Organisationsapparat der SF so restlos aufzudecken, wie es nun geschehen ist. Denn von den damals Festgenommenen kannte nur Nause alle Funktionäre der SF.
Die Herren K.K. Sattler und K.B.S. Rikowski waren mit mir der Meinung, dass außer Nause noch eine andere Person die Hauptverteiler kennen müsse. Die Person nämlich, die den Hauptverteilern die Pakete mit den Schriften zutrug. Aus den Berichten des geflüchteten Peter Schneider hatte ich entnommen, dass diese Person ein junges Mädchen sei. Nach tagelangem Nachdenken fiel mir ein, obwohl Nauses Freundin, von deren Existenz ich mal gehört hatte, die Verteilerin sein könnte. K.K. Sattler, dem diese Freundin Nauses bereits dem Namen nach und von Person her bekannt war, veranlasste nun auf meine Anregung hin sofort die Festnahme der mir völlig unbekannten Freundin Nauses, also der Auguste Breitzke. Das Ergebnis einer mit ihr vorgenommenen Vernehmung war in jeder Weise negativ, da die Breitzke zunächst alles leugnete. Durch meine Orts- und Personenkenntnis aber kam ich auf den Einfall, die Breitzke der Ehefrau Marie Milewczek gegenüberzustellen, weil ich es für möglich hielt, dass letztere sie einmal beim Überbringen eines Paketes gesehen haben könne. K.K. Sattler gab mir auf meinen Wunsch hin die Gelegenheit, mit der mir gut bekannten Frau Milewczek einige Zeit unter vier Augen zu sprechen. Und es gelang mir endlich, sie zur Aussage zu überreden. Die Gegenüberstellung hatte Erfolg. Frau Milewczek erkannte die Breitzke wieder und daraufhin brach der Widerstand der Breitzke zusammen. Erst die Festnahme und das Teilgeständnis seiner Freundin veranlasste nun Nause, ebenfalls ein Geständnis abzulegen. Und er hat eben in seinen späteren Aussagen, als er dann auch gesagt hat, ich erkläre mich jetzt bereit, alles auszusagen, hat er bestimmte Teile der Organisation nicht erwähnt. Zu denen hat er nichts ausgesagt, und weil er offensichtlich wusste, dass sie noch nicht aufgeflogen waren. Dadurch sind die tatsächlich nicht behelligt worden. Also die Gestapo wusste nichts und hat auch eben dann dadurch nichts erfahren. Ja. Deswegen, also dieses einfache Vorstellung, Spengemeyer sei der große Verräter, halte ich für einen Unsinn. Ja. Und genauso ist natürlich die Behauptung, dass Nause ein harter Knochen gewesen sei, der nichts gesagt hätte, ist natürlich genauso wenig stichhaltig. Es gab viele Quellen, viele Spuren, die dazu führte, dass die Gestapo schließlich zum Zeitpunkt Ende 1936 dann die gesamte Organisation aufgerollt hat. Aber das sind eben mehrere Linien und nicht ein einziger Verräter. Bellevue-Straße 15 in Berlin. Der Volksgerichtshof verurteilt am 23. September 1937 im Namen des deutschen Volkes mit diesen sieben Herren Volks- und Amtsgerichtsräten, SS-Standartenführern und einem SA-Oberführer als Richter und Beisitzer die von der NS-Justiz sogenannten Rädelsführer der Sozialistischen Front aus Hannover wegen Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens unter erschwerenden Umständen. Franz Nause zu 10 Jahren Zuchthaus, Walter Spengemann zu 10 Jahren, Brunhilde Schmedes zu 4 Jahren, Heinz Wille zu 5 Jahren, Auguste Breitzke zu 2 Jahren und Ludwig Schneider zu 2 Jahren und 6 Monaten Zuchthaus. Insgesamt zusammen sind etwa 200 verurteilt worden. Ja. Das ist für eine Widerstandsorganisation, für eine Stadt wie Hannover, ist es ganz enorm. Ja. Also ich habe nirgends gefunden, dass es eine Widerstandsorganisation gegeben hat, die so viele Mitglieder im weiteren, also schon im weitesten Sinn natürlich hat. Ja. Friedrich hatte sein Laboratorium genau am Anfang der Limmer Straße. Und zwar ist da heute noch die Lücke. Das Haus ist weggebombt. Und dort in dem Fotolabor habe ich aushilfsweise zu Pfingsten Filme entwickelt. Und da hatte ich das Negativmaterial
von der Besetzung des Gewerkschaftshauses wie auch vom Führers Geburtstag, also 1. April, 20. April 1933, versteckt. Ja. Hatte ich versteckt. Wusste niemand. Ich habe aber einem Kollegen, den ich vertraute, gesagt, dass ich diese Aufnahmen gemacht habe. Der hatte natürlich nichts Eiligeres zu tun, als gegenüberzugehen. Auf der Ecke war Seidenhaus Marx. Fösselstraße, Limmerstraße war ein Seidenhaus Marx, wurde von den Nazis besetzt und dort saß ein SA-Gruppenführer drin, der meldete mich der Gestapo und Gestapo, ja. Und die Gestapo holte mich dann aus dem Geschäft vom Fotorik heraus, verhaftet, fuhr mit mir in meine Wohnung, stellte die ganze Wohnung auf den Kopf, können Sie sich ja vorstellen, wie die aussah. Ja. Meine Mutter natürlich völlig aufgelöst. Abtransport in die Hardenbergstraße, in diese Gegend, wo Ernst Thälmann ja so und so viele Jahre gesessen hat, hat man mich eingekesselt, mich erstmal tüchtig schmoren lassen. Und dann hat man mich raufgeholt zum Verhören, mir ganz eindeutig die Frage gelegt, wie ich dann zur marxistischen Bewegung gekommen bin. Und ich habe mir gesagt, nachdem ich schon von vielen anderen gehört habe, was mir passieren konnte, ist egal, du warst es. Dann habe ich mit vielen Gegenfragen geantwortet. Dann kam die Gegenfrage, wie sind Sie denn in die nationalsozialistische Bewegung gekommen? Sie haben mich dann gehen lassen, mit dem Auftrag, mich am nächstfolgenden Tag im Gewerkschaftshaus, von der SA schon besetzt, beim Gaufachschaftswart Dietrich zu melden. Der war nicht da. Ich bin wieder abgegangen, habe mir gesagt, so, wenn ihr jetzt was von mir haben wollt, müsst ihr mich holen. Aber von dem Tag an wurde ich immer beschattet. Bis zu meinem Abgang 1941 aus Hannover. Ganz klarer Fall. Da gab es zum Beispiel die MASCH, eine marxistische Arbeiterschule nannte sich das. Die machte Kurse über Marx, Marxismus oder sowas. Da bin ich dann auch hingegangen. Ja, und so. Da wurde ich dann auch eines Tages verhaftet. Eines Tages, wir saßen, ich weiß nicht, ob das im Dezember, wahrscheinlich im Dezember 1932, plötzlich ist die Polizei dort oben in dem Raum, wo also diese Veranstaltung war. Na, wir wurden also dann Personalien festgehalten, aber wir wurden nicht festgehalten, ins Präsidium gebracht. Aber da haben die schon, das war die Polizei 1A, die politische Polizei in Hannover, das waren nachher dann dieselben, diese Leute, die dort waren, waren dieselben, die dann bei der Gestapo nachher mich mit verhört bzw. da verhaftet haben. Die gleichen. Damals in der SPD-Regierung, 1932. Burmester, Papst und Bünding hießen die. Das Urteil des Volksgerichtshofes in Berlin gegen 10 Beschuldigte der KPD, die sogenannte Gruppe Adolfs, vom 8. Juni 1936, umfasst 3 Jahre Zuchthaus für Heini Frede, bis zu 15 Jahren Zuchthaus für den Bezirksleiter der KPD, Karl Adolfs. Es darf aber nicht vergessen werden, dass sehr viele der Verurteilten nach ihrer Haft ein zweites Mal als sogenannte Schutzhäftlinge in verschiedene Konzentrationslager im Reich eingewiesen wurden. Und hier habe ich dann noch eine Anklageschrift, wo die im November 1934 also von Hamm aus ausgestellt wurde. Nicht? Das war auch ein größerer Prozess, die schon vor uns verurteilt worden sind. Wir sind 1935 im Juli verurteilt worden und dieses schon also im November bzw. im Februar, ich glaube Februar 1935, dann sind die verurteilt worden. Das ist die Anklageschrift, wo auch Grete Höll dazugehört. Mhm. Damals hieß sie noch Grete Nagel. Die Strafen waren zu der Zeit sehr hoch und wir sind sogar, das muss ich dabei sagen, auch irgendwie, ich sage billig abgekommen, also im Verhältnis zu dem, was in der Zeit wurden sehr, sehr hohe Urteile in Hamm ausgesprochen, 6, 8, 10 Jahre. Und bei uns hat lediglich der Hauptangeklagte, also dieser Paul Arndt, der da als politischer Leiter bezeichnet wird, der hat 8 Jahre Zuchthaus gekriegt und ist im Zuchthaus Celle auch verstorben.
Und die anderen haben alle bis zu 2,5 Jahre Gefängnis gekriegt. Gleich hinter dem Hauptbahnhof am Raschplatz wird das Mahnmal Gerichtsgefängnis von Hans-Jürgen Breuste am 8. Mai 1989, dem Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus, der Öffentlichkeit übergeben. Alle diese Organisationen haben zu keiner Zeit irgendwie das Regime in Gefahr gebracht. Ja. Das ist, ist eine traurige Wahrheit, aber das ist wohl die Wahrheit, der man ins Auge blicken muss. Aber Sie haben unheimlichen Mut bewiesen. Genau. Also Sie haben, ich habe versucht auch mal zu überlegen, was haben Sie denn, was wollten die erreichen? Ja? Und dann habe ich auch ein Zitat von Blumberg gefunden, dass da so sinngemäß drin steht, sie wollten erstmal zeigen, dass es ein anderes Deutschland natürlich gibt, gell? Dass nicht alle da jetzt dem Nationalsozialismus zum Opfer gefallen sind, und sie wollten also ihre aufrechte Haltung einfach auch dokumentieren, ja? Und das ist wahrscheinlich, und dann muss man überlegen, wenn das die Zielsetzung war. Man muss ja solche Sachen auch von der Zielsetzung, die die Leute damit verbinden, beurteilen. Und da würde ich sagen, und wenn man das als die Zielsetzung sieht, kann man nur sagen, sie haben zumindest zum Teil erreicht, was da passiert, was sie getan haben. Ja.